Hallo zu Bundesliga Korbmund. So, wir warten jetzt wieder auf den Gegner. Ja, und Malte ist auch wieder da, wie ihr gehört habt. Richtig, noch gerade eben fix am Essen. Ja, es ist Mittagsessenzeit. Ja, genau. Ich musste heute das Frühstück sausen lassen und ja, jetzt bin ich dazu genötigt, eben schnell einen Happen zu essen. Da hat mich der Jens Mika angeschrieben, du Malte, komm, lass nochmal eine Folge machen. Da habe ich gesagt, dann lass mich jetzt ja nicht lumpen, dann machen wir jetzt noch eine. Was ich übrigens mit dir noch, was ich noch fragen wollte, FIFA 18 holst du es auch, oder? Ja, denke ich schon. Ich hoffe, dass ich das Geld zusammenbekomme, aber sieht gar nicht so schlecht aus, aber ich hoffe mal. Ja, 60 Euro halt, ne? Also ich muss auch sagen, also das war früher mal billiger. Na, sonst gucke ich, ob es irgendwo bei Gameladen und so auch ein bisschen billiger gibt. Mhm. Und, so, gegen Argentinien. Oho. Ach ja. Guter Besuch. Ich bin nicht eingespielt. Ach, ich habe Anstoß. Ja. Glaubst du, ich habe jetzt noch was gemacht? Also ich hatte gestern ein Spiel gehabt, eins auch bei FIFA nur gemacht. Und das auch nur gegen KI. Also. Ach, nicht die Innenverteidigung sollte man hinten. Ah, ich wollte den weghauen. Torhüter. Der war nicht gut. Das hab ich versaut. Das war wirklich nicht so dolle. Die Frage ist, ja, wie gesagt, also die Frage ist halt auch ein bisschen, was machen wir dann mit dem Projekt, ne? Also Borussia Dortmund wird in dem Sinne nicht weitergeführt. Da muss man nur gucken, ob wir dann vielleicht dann eine andere Mannschaft oder so nehmen. Hängt alles ein bisschen davon ab, ob du FIFA 18 holst. Ach, ich denke schon. Warte, links. Oh, okay, gut. Uah, Dembélé, mach nicht so einen Scheiß. Danke. Oh. Okay, den hätte ich. Schade. Okay, interessante Ballhandhabung von dem Kollegen. Aufpassen. Gut gemacht. Nee, der war auch zu scheiße gespielt, da konntest du nicht ankommen, das war mein Fehler. Der war zu unpräzise. In Verteidigung nicht auswählen. Darauf versuche ich gerade zu achten. Sauber! Schön gemacht. Naja. Ja doch, das war gut. Da kann ich nicht meckern. Das war ein schöner Spielzug. Links, unten, viel weiter unten. Ja. Okay, schieß! Ah! Mist. Ja. Achso, abgefälscht, okay. Gut. Sonst wäre der drin gewesen. Ja. Okay. Ups, entschuldige, der ist ein bisschen zu weit rechts gewesen. Und? Wieder? Abschuss. Nee, ich bin doch noch nicht auf konstant 30 FPS. Na, aber das ist wohl normal. Ich habe meine Grafikkarte minimal übertaktet. Aber vielleicht hier liegt das nicht auf der FPS, sondern an was anderes. Wo ich keine Ahnung habe. Ich bin mir tatsächlich auch ganz Zeit überlegen, woran das liegen könnte. Also ich habe halt keine FPS-Probleme, ich habe da tatsächlich mehr so Auflösungsschwammigkeitsdinger, die ich persönlich bei mir habe. Also Lex habe ich mittlerweile ja rausbekommen. Das ist jetzt kein Problem mehr so, aber muss mal gucken, was so die Auflösung immer ein bisschen problematisch ist. Mist. Ach. Gut. Der war etwas zu schwach gepasst.
Oh, das war riskant von mir. Ja, das war die Chipper-Taste. Genau, da musst du vielleicht ein bisschen, also wenn du hinter die Abwehr reinspielst, musst du ein bisschen länger gedrückt halten. Das ist halt ein bisschen härter, musst du da rangehen, als wenn du eine Flanke schlägst. Ah! Boah, ja, wollte gerade sagen, hier, Kollege. So nicht Messi. Das hat er doch gar nicht nötig, normalerweise. Ein bisschen, ja, länger spielen, so halblang. Ja, genau. Ah, shit. Gut, hast du super gemacht. Boah. Oh, Kinder. Da muss aber was geben. Ja, wollte gerade sagen, das ist jetzt auch gelb, ja. Da kam er ja völlig zu spät. So, wenn ich ihn jetzt hier hinspiele, geht das? Nein. Du musst jetzt sehen, dass du den Laufweg findest. Ich spiele in 3, 2, 1. Ach. Ja, das war okay. Hätte vielleicht ein bisschen spielen muss. Oh. Ah, shit. Ja, war klar. Das ist natürlich immer so, wenn ich einen Innenverteidiger habe. Oh! Nein! Kinder, ist das hier genau. Oh! So, jetzt die Innenverteidiger in Frieden lassen. Oh, shit. Oh, Birki, ansehen. Ja. Das wäre es. Ja, schade, fast angekommen. Nee. Ach ja. Nee. Ah, hab ich doch noch. Okay. Nein, abseits! Ich bin da rausgeblieben, weggeblieben vom Ball. Ja. Ups, da war ich dazwischen. Hoppla. Da habe ich jetzt nicht gerechnet. Nee, ich bin dazwischen gekommen, dann habe ich gar nicht gerechnet. Hoffentlich kriege ich jetzt da keine Taube erschossen worden. Ach, gute Frage, Kollege. Naja, wenigstens Ecke. Ja. Wow. Wenigstens bekommt die Kompanie wenigstens meistens vom Tor. Pass auf wegen den Innenverteidigern. Ja, wir werden hier wohl mit 1-0 in der Halbzeit gehen. Lässt sich wohl nicht vermeiden. Was war das denn jetzt, Kollege? Etwas Frustgefaule, aber war ja nichts. So. Naja. Aber so unterlegen, total unterlegen sind wir nicht. Nee, total unterlegen nicht. Nee, das stimmt. Also es ist zum, also die Chance auf einen Punkt ist hier wohl gegeben. Wir müssen halt hinten ein bisschen aufpassen. Also müssen. Ja. Geht das. Also wie gesagt, wir hatten ja einmal da bei der Ecke, wo dann der Schuss abgeblockt wurde, abgefälscht wurde. Dann deine Schmelzer-Geschichte, da hatten wir noch. Das ging bis jetzt immer ganz klar.
Ich glaube, ich könnte auch mal die Grafikkarte könnte ich auch wohl mal wieder sauber machen. Habe ich das Gefühl. Naja. Vielleicht bringt das ja auch noch leistungsmäßig was. Ich bin da selber sehr fahrlässig mit, muss ich sagen. Ich habe meinen Rechner auch noch auf. Ach so, auch noch offen. Ne? Das ist natürlich noch schlechter. Dann kommt dann noch mehr Scheiß rein. Oben. Gut. Geh einfach weiter durch. Ist okay. Der war zu lasch. Da musst du im Zweifel einen vernünftigen Pass spielen und keinen in den Lauf. Dein Spieler musste wegen zu wenig Spielern das Spiel aufgeben. Ja, oder so. Wie auch. Drei Punkte. Damit ist daher nicht Abstieg fertig. Ja, wenn da mal ein Disconnect ist. Aber ich finde, wir hatten, also das ist okay sogar. Also wie gesagt, ein Punkt war ja auch drin. Also sportlich gesehen ist das. Ja, tatsächlich. Also der Nicht-Abstieg. Ey, Digga, 5 Spiele noch, 4 Punkte. Dann sind wir, dann steigen wir auf in die zweite Liga. Oh Gott, das will ich gar nicht. Da müssen wir ja wieder den Sieger kaufen. Mal gucken. Den Nika hat so. So, Gegner gefunden, der zweite Gegner für heute. Ey, das war unfair, warum? Na, das ist heute mal eine kürzere Folge. Ja. Atletico Madrid. Ach, da freue ich mich auf ein neues Stadion, muss ich ja sagen. Ne? Also, die kriegen ja hier ein neues Stadion. Da bin ich mal gespannt drauf. Oh. Das war schon interessant. Das war schon ein interessanter Pass, gebe ich schon zu. Bin mal gespannt wegen neuen Stößen. Und mal gucken, Jens, hör mal auf. Ich glaube, dass, also jetzt wo ich so diesen Spielaufbau sehe, das ist ein sehr ruhiger Spieler. Also ein bisschen das Gegensatz von dir und teilweise auch von mir. Ach, ich bin ja auch eigentlich eher ruhig. Oh. Da habe ich den Ball vergessen. Er hat das schön ausgespielt. Oh. Ah. Ah, Mann, wieso komme ich da nicht hin? Was das denn? Sekunde, das muss ich mir noch kurz ansehen. So, Bürki kriegt den Ball nicht festgemacht und dann buxiere ich ihn da über die Linie. Was ist denn das für ein Mist? Ey, das hängt ja mit Pleiten, Pech und Punchen wir an. Und pass auf, die Typen spielen ganz viel mit hohen Bällen wahrscheinlich. Mit diesen Chippern über die Abwehr drüber, hast du vorhin gesehen, auf dem Flügel unten. Was die so vorhaben. Das war so viel. Ich habe auch ja. mal versucht, mal ein bisschen. Ja, klar, kannst du machen, kein Ding. Nur so kannst du ja auch was lernen. Ich rate dir auf jeden Fall, das auch mal vielleicht in deinem Bochum-Teil mal ein bisschen zu versuchen, dass du das ein bisschen übst. Weil das hilft uns halt echt weiter. So ein kleines spielerisches Element. Boah! Junge! Boah! Wo sollte der denn eigentlich hingehen? Das war, glaube ich, ein bisschen zu kräftig. Das, was du eigentlich vorhattest. Der kommt aus dem Abseits. Mist. Ich
Vergiss auf jeden Fall nicht, dass du einen Torhüter hast. Also im Zweifel. Was wird das denn jetzt hier? Boah, Kollege. So einen Scheiß kannst du mit mir nicht machen. Ne? Besser nicht. Jetzt sitzen wir natürlich wieder in der Scheiße. Oh Mann, leck mich doch am Arsch! Ich hasse das! Oh mein Gott. Ne. Ja, da waren wir beide in der Innenverteidigung und mit der Innenverteidigung, ja, habe ich ja gelernt, dass das... Das ist wirklich echt zum Kotzen, ja, das ist aber auch echt... Also entweder man setzt die Verteidigung da irgendwie so an, dass sie da eine Schnitte hat, oder man lässt es halt einfach so. Aber dann muss man nicht, dann muss man uns nicht dauernd die Innenverteidiger zuteilen, ey. Und Scheiße, da kannst du ja gar nicht gegen anwechseln. Ah, Mist. Und wieder die langen Bälle. Jetzt pass oben auf. Bleib du zentraler. Ah, je, je. Da finden. Heftig. Oh. Nein, oh. Jens! Was ist das denn schon wieder? Was machst du da für einen Scheiß? Da war ein Versehen. Falsche Taste. Mein Gott. Ist ja nicht so, dass das Elfmeter wäre. Nein, aber die Jungs sind stark. Die wissen ganz genau, was sie tun. Du musst bei jedem scheiß verfickten Ball aufpassen. Ah. Nee, einen Ball kann ich hier festmachen. Mein Gott, das ist echt zum Kotzen. Das Slapstick 1-0 dafür. Mein Gott. Jetzt habe ich meinen Ball festmachen können. Immerhin. Da kamen wir einmal durch. Ja, da muss man auch zeigen, dass wir gleich gefährlich sind dann. Oho. Was ist da einer da oben? Oh, das ist zu heftig. Dabei habe ich den nur angetippt. Ja, dann warte, bis du den Ball unter Kontrolle bekriegst, so weißt du. Und du hast den Ball ja nicht mal annehmen genommen oder so. Deswegen ist es ja auch für Marco Reus schwierig, wenn der Ball so durch die Luft springt, dann eine vernünftige Flanke auf Anhieb reinzuschlagen. So eine für uns. Boah! Der sollte da auch gar nicht, meine Güte. Ja, ey, schlimmere Anspielstation hättest du nicht finden können. Jo, komm, Kollege, ist klar. Ey, ja, alles klärchen, Digga. So, jetzt machst du. Mach! Oh, shit. Gut. Eieieiei. Ja, wäre der nicht dran gewesen, wäre das Ding voll drin. Okay, der holt dauernd den Turm heraus. Ich hab da eine Idee. Wenn wir noch eine Ecke kriegen, spiele ich das Ding mal ein bisschen weiter weg vom Torwart. Dann wird das ja vielleicht was. So, aufpassen, wir haben die Innenverteidiger hier wieder am Laufen. So. Ah, shit, viel zu weit, sorry. Ja. Nie aufgeben. Gut. Ah, shit, ein bisschen zu ruppig noch, okay. Ja. Aber gut, da hätten sie sonst, wäre das noch irgendwie durchgegangen, hätten sie keine Schnitte gehabt.
Oh, wie fliegen denn die Bälle wieder von mir weg? Hau weg, die Scheiße. Egal. Naja. Mein Gott. Ja, 2-0. Nicht gut. Haben die lassen Eine sich Zeit. Slapstick-Einlage und. Ja, und dann das Gegentor, was wir hatten nach der verunglückten Innenverteidiger-Aktion, die du da geleistet hast, nachdem wir dann den Ball da verloren haben und dann die beiden Innenverteidiger gekriegt haben. Das war echt wieder ein Ding. Aha, oh shit. Kommst du nicht ganz ran. Okay. Pass auf, die werden gleich irgendwo wieder einen langen Ball spielen. Sei schon mal darauf vorbereitet. Okay. Die Gefahr eines langen Balles ist gebannt. War schon blanke Wechsel, da war es schon zu lange gedauert. Ah! Nicht in den Lauf. Vernünftigen Pass spielen an der Stelle. Oh, ich hab leichte Lags. Hörst du mich noch? Ja, Aufpassen alles. oben. Gut, hast du. Zurück zum Torwart. Na gut. Geht auch so. Da war aber dein geplant. Ist okay. Ah. Oh, schön gemacht hat er das. Ach, läuft mir Ober jetzt entgegen. Warum läufst du denn nicht da weiter, Alter? Du hättest das. Ja, Ah, ich Mann. fand Nee, doch nicht du, den nicht hat. du, nicht du. Ich meine die KI. Alles geblockt hier, ey. Scheiße. Ecke. Oh, nein, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch einfach nicht. Wie auch immer da mit diesem Ball da so rumjongliert wird, dass das Ding da ankommt. Ups. Ja toll, jetzt kann ich ja nicht angreifen. Herzlichen Glückwunsch. Oh, ja, bist durch. Na. Oh, mussten Zacken früher spielen. Ah. Jetzt aufpassen wegen der Innenverteidigung wieder. Oh, na, gut, okay. Oh mein Gott, ich muss Castro dann wechseln. scheint total. Ja, total platt. Ich sag, ich muss dann wechseln. Das geht nicht mehr. Weil der Ball nicht mehr im Aus ist. Oder wir den Ball haben, stimmt, ich muss den Ball haben. Ah, toll, pass auf, das ist ein Innenverteidiger. Pass auf Griezmann auf, pass auf Griezmann auf, pass auf Griezmann auf. Ach, das war das eine Foul. So, wolltest du nicht Pause machen? Ja, kann ich auch machen jetzt. Ja, gut, dann mache ich jetzt Pause. Ich wollte dich da jetzt nicht irritieren, wenn ich da jetzt Pause drücke und du da völlig gerade am Ball bist und. Ah, ne, falsch rum, so. Nicht, dass ich dich dann überrasche. Okay. So, ich warte jetzt darauf, dass die weitermachen. Also sei jetzt bereit.
Ah. Wow. Gut, jetzt kommen die Wechsel. Warte, ich mache einen langen, geh rein. So schlecht war da nicht, der Einwurf. Der Versuch. War mal eine Idee, sagen wir so. Oh, jetzt mach! Falscher Fuß? Nee, das war der richtige Fuß, aber ein falsches Timing. Hat den Ball dann nicht richtig erwischen können. Aber das ist wirklich so, oh toll, Innenverteidiger-Geschichte, wieder aufpassen. Schönes Spiel von denen, muss man ja so sagen. Oh. Noch mal eine Ecke. Boah. Oh. Gut, dass wir noch auf der Linie stehen haben. Wow. Hat man Luft bekommen. Ja, komm. Ich will demnächst mal auf Twitch versuchen zu streamen. Auf jeden Fall sind wir dabei. So, pass auf. Ja, Abpfiff 2-0. Naja. Ja, Scheißdreck, Alter. Wenn wir keine Tore schießen, wird das einfach nix. Ne. Naja, dann war's dann für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.